Neue Icon SBCs und ich muss EA wirklich fragen, meint ihr das komplett ernst? Plus Food Champions Rewards. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video und zum nächsten Talk, den ich mit euch zusammen durchführen muss. Denn EA hat gestern 19 Uhr was rausgeballert. Ich wusste definitiv, es kommen neue Icon SBCs raus. Doch EA hat sich gedacht, komm, wir machen mal die, nicht so tolle Variante, muss man wirklich so gestehen, wenn man es lieb ausdrücken möchte. Ich möchte meinen Unmut ein bisschen preisgeben und vielleicht könnt ihr natürlich eure Meinungen dazu unten in die Kommentare ballern. Denn gerade eure Meinungen interessieren mich da auch, die Meinung der Community. Und wir wollen direkt mal anfangen. Wenn euch das ganze Video gefällt und mir zustimmt bei dieser Meinung, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Video entsteht wieder in Kooperation mit BonFootball, PSN, Xbox-Karten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, denkt dran, Packsteam kann süchtig machen. Wir wollen direkt mal reingehen, bevor wir aber in den normalen Talk gehen, möchte ich mit euch noch die zwei Player-Picks ziehen, die wir ja diese Woche bekommen haben. Die haben wir noch nicht aufgemacht, die haben wir noch hier und deswegen gehen wir direkt mal rein in die ganze Sache. Soll relativ schnell gehen, wir haben gute Spieler drin wie Lewandowski, wir haben Son, wir haben Sarabia etc. pp. Wir sind gespannt, Gold 2 haben wir erreicht, die Packs werden wir uns spannend für die nächste Icon-SBC. Erstes Pack wird erstmal ein 84er Paul Lopez werden, ne? Den wir natürlich erstmal mitnehmen werden. Auch diese Karte wird definitiv reinkommen in diese Food Champions Upgrade SBC. Machen wir weiter. Nummer 2. Vielleicht haben wir ja doch nochmal ein bisschen Packluck. Nein, haben wir nicht. Zweiter 84er, den wir hier mitnehmen werden. Das sind meine zwei roten Player Picks. Ist okay. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Jetzt wollen wir erstmal reingehen. Und zwar in die ganze Sache Icon SBCs. Ihr wisst genau, EA hat angekündigt. Passt auf. Es geht los, die letzten Icon SBCs werden jetzt rausgeballert, EA hat getwittert, es werden alle Icon SBCs, die jetzt rausgekommen sind, die letzten sein, es werden keine weiteren kommen und dazu habe ich mir erst gedacht, wo ich das erste Bild gesehen habe, Weltklasse, jetzt bringen die alle kranken Icon SBCs und endlich hat das Grind jetzt eine richtige Bedeutung. Ja, ich habe das Ding retweetet und dann ist mir gerade erstmal aufgefallen, hey, EA macht den 31er Move, denn EA hat sich gedacht, komm, wir packen ein paar SBCs raus oder ein paar Prime Icon Moment SBCs packen wir raus, aber wir packen auch einfach mal ein paar Prime Icon SBCs raus, wie zum Beispiel nicht Maradona, das ist die einzige mit Cruyff richtig große Icon, die als Prime Icon Moment SBC rauskommt. Nein, wir packen rein einen ganz normalen Eusebio Prime, wir packen rein einen ganz normalen Vieira, einen normalen Ronaldinho, einen normalen Rüllet, wir packen nur rein einen normalen Pelé, normalen kompletten Ronaldo, einfach nur als Prime Icon SBC. Und ich persönlich muss einfach sagen, es ist eine absolute Katastrophe, dass gerade EA getwittert hat, dass wir dran schuld sind, dass solche SBCs kommen. Denn EA hat nämlich gesagt, es wurde von der Community gewollt, dass Icons natürlich erschwinglich sind. Gar keine Frage, wir haben aber nie irgendwie gesagt oder danach gefragt, bringt neue Prime Icon Moment SBCs. Wir haben nie danach gefragt, bringt Icon SBCs, die 30 Tage lang gehen. Wir haben nie gesagt, bring zum Beispiel jetzt Icon Packs, wo wir 5 zur Auswahl haben. Ja, das haben wir nie gewollt. Wir wollten einfach Icon SBCs haben. Wir wollten die großen Icon SBCs haben. Denn auch wenn nur 5% vielleicht dieser Leute sich vielleicht eine dieser Karten leisten können, es sind super viele dabei, die unbedingt ihre Lieblings-Icon spielen wollten. Egal ob Prime Icon oder Prime Moment Icon. Und gerade dann will man natürlich die beste Icon haben. Dazu haben sie damals getwittert, als Prime Icon Moments rausgekommen sind. Es werden keine Prime Icon SBCs kommen, sondern nur noch Prime Icon Moment SBCs. Und das Freche an der ganzen Sache ist, was ich persönlich finde, es sind die Preise dieser SBCs. Wir gehen mal ganz kurz durch und ich stelle euch mal die Preise dieser verschiedenen SBCs. Wir haben den Ronaldo, der kostet 5,83 Millionen. Ja? Wir haben den Pelé mit 4 Millionen. Wir haben den Rüllet mit 4,5 Millionen. Wir haben einen Ronaldinho mit 2,9 Millionen. Den Vieira mit 2,55 Millionen. Eusebio mit 3,1 Millionen. Ja, und jetzt gehen wir mal ganz kurz, ganz entspannt auf den Markt und gucken uns mal an, was kosten die denn? Ja, natürlich ist es klar, dass gerade diese Prime Icon Moments der gerade genannten Icons extrem in die Höhe geschossen sind. Das bedeutet einfach ganz prinzipiell, ein Eusebio Prime Icon Moment war mal bei 6,5 Millionen. Ja, ist jetzt wieder bei 7,6, war aber auch schon mal bei 8. Ein Rüllet war ungefähr bei 7,5 Millionen oder 8 Millionen, irgendwie sowas. Den gibt es jetzt nicht mal mehr für unter 11 Millionen. Ein Ronaldo gab es überhaupt nicht auf dem Markt.
Ja, und gibt's auch jetzt nicht auf dem Markt. Ronaldo, habt ihr ihn schon mal im Draft gesehen? Habt ihr Ronaldo überhaupt schon mal gesehen, dass er gespielt wurde? Diesen Spieler kann man sich nicht leisten. Erstens, weil er einfach 15 Millionen kostet. Zweitens, weil er einfach extinct ist. Und nur solche Leute, die wirklich viele Coins haben und die wirklich immer drauf achten und snipen, können diesen Ronaldo spielen. Ich kann EA verstehen, dass sie sagen, hier, passt auf, es gibt zum Beispiel einen ganz normalen Ronaldo, ihr habt gesagt, ihr wollt Icons spielen, deswegen ballern wir die normalen Prime-Icons raus und deswegen wird der Preis etwas erschwinglicher. Aber ihr seht schon, der Preis ist zwar erschwinglicher, keine Frage, aber die SBC kostet fast mehr als die Karte auf dem Markt. Klar kriegt ihr Packs, gar keine Frage, aber warum nimmt man dann so einen Preis, der 5,8 Millionen wert ist, wenn dieser Ronaldo auch 5,8 Millionen auf dem Markt kostet? Dann macht doch 4 Millionen draus. Ganz einfaches Prinzip, das gleiche kann ich jetzt durchgehen mit einem Rüllet, mit einem Vieira, die sind alle günstiger auf dem Markt. Warum sollen wir da überhaupt diese SBCs machen? Ja, warum? Ja, Rüllet kostet genauso viel wie die SBC, Vieira kostet genauso viel wie die SBC. Das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Und wenn ihr schon sagt, passt auf, wir wollen es erschwinglicher machen, dass viele ihre Lieblings-Icons spielen können, dann bringt doch wenigstens Prime-Icon-SBCs und die Prime-Icon-Moment-SBC genau für den Preis, den ihr jetzt habt, und packt dann zum Beispiel den Preis dieser Karten, dieser Prime-Icon-Moment, dieser Prime-Icon-SBCs einfach ein Stück weit niedriger, dass es sich auch wirklich lohnt, diese SBCs zu machen. Ich persönlich wollte unbedingt den 92er Vieira spielen, hab mir gedacht, den kaufe ich mir nicht auf dem Markt, denn den Vieira kostet einfach gerade 7,5 Millionen, den hätte es für eine SBC vielleicht für 4 Millionen vielleicht gegeben, was ich gut gefunden hätte, meinetwegen auch 5 Millionen, aber warum soll ich jetzt auf diese SBC grinden, wenn ich den mir auf dem Markt kaufen kann? Ja, und gerade das war ja für mich eigentlich so das Geile jetzt an FIFA, dass wir jetzt traden, wir haben einen Transfererlös in den letzten Tagen von, weiß nicht, wir gehen mal ganz kurz rein. In diesem Monat haben wir Spieleinnahmen, Transferlös 4,15 Millionen gemacht. 4 Millionen und diese 4 Millionen habe ich reingesteckt für Maldini. Weltklasse, sind wir fast mit Plus rausgegangen gefühlt, in Anführungszeichen. Wir haben Plonk gemacht. Jetzt war mein nächster Schritt Vieira, Rüllet oder Ronaldo. Diese SBCs will ich gefühlt gar nicht mehr machen, beziehungsweise brauche ich nicht mehr machen, weil die einfach billiger noch werden. Gerade wenn das Team of the Season beginnt, die Teams werden, oder das wird einfach günstiger werden, die ganze Sache. Die Icons sinken, ne? Weil Team of the Season Spieler rauskommen, die halt fast die gleichen Werte haben und definitiv günstiger sind, außer dass sie halt nicht mit jedem Spieler zum Beispiel linken. Ne? Und was soll ich dazu sagen? Ja, Fakt ist für mich eins, ich werde definitiv eine Icon abschließen, Vieira, Rüllet oder Ronaldo, weil wir haben Millionen von Untrades. Diese Untrades wollte ich unbedingt in solche Prime Icon Moment SBCs für richtig starke Spieler stecken. Jetzt bin ich schon am überlegen, wie sieht's denn aus, mache ich vielleicht dann noch Cruyff oder sowas oder ich mache Henri, weil diese Karten einfach geiler aussehen, meiner Meinung nach, mit diesem Ingame-Bild, als jetzt die normalen Prime Icons. Ja, und das regt mich ein Stück weit auf. Warum schaffst du es nicht, die Casual-Spieler oder die Spieler, die nicht so viele Coins haben, zu sagen, komm, pass auf, wir bringen die Prime-Icons, SBCs raus, machen die günstiger, als sie auf dem Markt sind, um den Leuten, die halt wirklich auf solche Icons sparen, die Möglichkeit zu geben, diese Icons auch günstiger abzuschließen, als sie auf dem Markt kosten. Es bringt euch überhaupt nichts, jetzt auf Ronaldo SBC zu sparen. Ihr kauft euch einfach auf dem Markt und wenn der noch gesunken ist, ist er vielleicht noch sogar günstiger. Ja? Und warum schafft man es dann nicht für die Leute, die 5% vielleicht, die sich dann meinetwegen den Rüllet Prime Icon Moment leisten können, wenigstens die SBCs rauszuballern? Wenigstens, dass wir die Möglichkeit haben, weiterhin zu grinden. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Natürlich ist es schön, dass sie jetzt mehr auf die Community, auf die gemeinsame Community eingehen. Aber das bringt nichts, wenn Icon-SBCs rauskommen, die einfach genauso viel kosten wie auf dem Markt die Spieler. Das finde ich persönlich absolut sinnlos und sinnbefreit. Keine Ahnung, was ihr davon haltet. Also ich persönlich muss da echt sagen, keine Ahnung, wie soll ich jetzt weitermachen? Ich war heute vor der Weekend League extrem am Struggeln. Ich habe ein Spiel gewonnen, dann kam die Meldung. Ich war extrem am Struggeln, wie ich es überhaupt machen soll. Was soll ich jetzt machen? Was ist mein nächstes Ziel in FIFA? Weil einen Rüllet kaufe ich mir. Mache ich nicht die SBC, weil einfach er günstiger auf dem Markt ist. Warum kommt da keine Prime Icon Moment raus? Ja, und deswegen, ihr seht schon, wir hatten 7 Millionen hatten wir. Gab es bei mir einen absoluten Frustkauf. Trotzdem für einen guten Preis. Ich habe mir jetzt einfach, weil ich drauf Bock hatte, einen Mbappé Team of the Year geholt.
für 3,83 Millionen. Der hat jetzt in 13 Champions-Spielen 14 Tore, 8 Torvorlagen. Und wir haben uns Eusebio für 3 Millionen 80.000 geholt. In 13 Spielen als ZOM 11 Tore und 10 Torvorlagen. Die sind absolute Maschine. Aber Eusebio SBC kostet mehr, als ich ihn jetzt gekauft habe. Ja, und es ist zwar schön, den jetzt hier zu haben, aber lieber mache ich für 4 Millionen die Prime Icon Moment SBC von Eusebio, anstatt mir die Prime Icon SBC zu machen, die genauso viel kostet wie die auf dem Markt. Also ist so meine persönliche Meinung. So sieht das aktuelle Team aus. Ja, was soll ich jetzt noch machen? Team of the Years möchte ich mir jetzt noch nicht holen, weil ich denke, die sinken noch vom Preis, beziehungsweise kommen Team of the Seasons auch noch raus, die vielleicht besser werden. Mbappé war da einfach jetzt eine Ausnahme, bei mir war zur Abstimmung Neymar Team of the Year, Mbappé Team of the Year oder 94er Ronaldo. Ich bin jetzt auch am überlegen, warum soll ich den 96er Ronaldo kaufen oder machen als SBC, wenn ich den 94er mir kaufen kann, der vielleicht noch ein Stück weit geiler ist, keine Ahnung, weiß ich halt auch nicht, ich habe sie ja beide noch nicht gespielt. Das ergibt für mich keinen Sinn, Jungs, und das muss einfach mal gesagt werden, ne? Dass das, was EA jetzt gemacht hat, mir extrem auf den Sack gegangen ist, weil ich finde es einfach nicht in Ordnung. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass man so erst sagt, hier, passt auf, Prime Icon Moments kommen, es kommen keine Prime Icons mehr und dann uns in die Schuhe oder die Schuld in die Schuhe steckt. Wir sind dran schuld, dass die Spieler so teuer sind. Ihr wolltet das haben, ihr habt danach gerufen, ihr kriegt jetzt die Prime Icons, weil die Prime Icon Moment SBCs viel zu teuer werden. Dann macht doch Prime Icon und Prime Icon Moment SBCs. Das ist doch das Einfachste und das Logischste, was man machen kann. Stellt euch mal vor, jetzt sagt ihr, ey, irgendwie haben sie schon recht. Stellt euch vor, die bringen jetzt die Prime Icon Moment SBCs, meinetwegen auch noch die Upgrade SBC, um die Prime Icon von Eusebio zum Beispiel in die Moments SBC reinzugeben. Wir bezahlen doppelt. Wir bezahlen einfach doppelt Geld, ja, weil manche sagen, ich mache den 96er Ronaldo jetzt, gut, ich mache jetzt meinen kompletten Verein leer, verkauf alles und, nur um den zu spielen, weil der 97er, den kriege ich eh nicht, der ist eh nicht auf dem Markt und die SBC kommt auch nicht und am Ende bringen sie sie dann vielleicht und dann musst du vielleicht nochmal 6 Millionen bezahlen, dann bezahlst du für Ronaldo Prime Icon Moment 12 Millionen, da kannst du auch 3 Millionen noch weiter sparen und den dann Extinct für 15 Millionen kaufen, ja. Das sowas bringt mich persönlich einfach nur in absolute Rage. Ich finde es einfach absolut nicht in Ordnung, was EA da gemacht hat. Dann hätten sie mit uns offen kommunizieren sollen und nicht sagen sollen, wir sind an allem schuld. Wir sind überhaupt nicht an allem schuld. EA hätte es einfach cleverer anstellen müssen. Ist meine persönliche Meinung. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Weil das kann es persönlich nicht sein. Ich finde es eine Katastrophe, so wie es gerade gelaufen ist. Und wir wissen genau, ich bin absoluter Befürworter für EA. EA macht dieses Jahr einen überragenden Content mit Events und. Aber das sind solche Dinge, wo man sich hinterfragen muss, warum denkt ihr denn nicht nach? Habt ihr irgendwelche Praktikanten? Jeder von uns wüsste genau, wie das zu machen ist, wenn die zu teuer sind. Dann paut man halt zwei SBCs raus. Also ist so meine persönliche Meinung und ich hoffe, ein Großteil der Leute stimmen mir zu. Schreibt mal gerne eure Gedankengänge unten rein. Was ist eure Motivation jetzt? Wollt ihr unbedingt eine 91er Vieira SBC abschließen oder grindet ihr auf den 92er, der das Doppelte oder das Dreifache sogar kostet? Schreibt es mal gerne rein. Würde mich echt mal interessieren. Ja, wir müssen mal gucken. Wir werden definitiv eine SBC abschließen. Das wird entweder Rüllet, Vieira oder Ronaldo werden. Ein von dreien schließen wir definitiv ab. Welche genau werde ich sehen, muss ich mir noch überlegen. Wir werden ja unsere Untrades trotzdem reinballern, weil ich habe nicht umsonst die ganzen Untrades gemacht und die mal zu testen und dann wieder abzugeben, um am Ende ein krankes Team zu haben. Müssen wir einfach mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir gerne eure Vorschläge mal unten in die Kommentare. Ihr seht schon, wir ziehen ein paar Packs. Das sind aber nur Packs, die ich jetzt nicht unbedingt aufheben will für die SBC, die wir machen. Wir hätten so viele geile Streams machen können mit diesen Prime Icon Moment SBC. So viele. Und jetzt muss ich eigentlich gefühlt sagen, wir machen nur noch eine SBC, weil der Rest lohnt sich halt einfach nicht. Vielleicht machen wir Player of the Year SBCs oder was auch immer. Ich bin noch ein bisschen überfragt, was das Ganze soll. Und ich wollte einfach mal meine Meinung kundtun. Und ich denke, ihr solltet das genauso machen in den Kommentaren. Und deswegen, ich habe mir auch schon was überlegt für nächstes Jahr, FIFA 20. Wir werden uns einiges Neues einfallen lassen. Wir werden zwei verschiedene Accounts machen mit RTG und mit Money Account, wo wir Packs ziehen werden und SBCs machen. Das wird alles auf dem Money-Account stattfinden. RTG wird es dann durchgezogen, ohne FIFA-Points, ohne nichts, um einfach mal selber für mich zu sehen, wie läuft das Ganze denn ab. Also persönlich würde ich euch auch raten, macht lieber eine RTG mittlerweile. Ich finde es schade, ich finde es echt schade, weil es lohnt sich dann halt nicht. Meine persönliche Meinung, es lohnt sich nicht, wenn solche Icon-SBCs rauskommen und man so in Anführungsstrichen verarscht wird, keine Ahnung. Schreibt mir gerne eure Meinungen unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich bin damit raus.
Euer Chrisant.